Servus. Oh, neue Sitzordnung. Ist das die neue Dreierkette von Hannover? Zweimal habe ich die schon angehabt. Gut, dann starten wir doch direkt mit unserer Pressekonferenz vor unserem Spiel beim Hamburger SV. 21. Spieltag, morgen 18:30 ist Anpfiff. 5.296 Fans kommen mit. Der HSV rechnet damit, dass das Spiel noch ausverkauft sein wird. Stefan Leitl ist bei uns. Lieber Stefan, Freitagabend, Flutlicht, zwei Teams mit breiter Brust. Berichte uns mal, wie groß die Vorfreude in der Mannschaft, auch bei dir persönlich, ist vor diesem Spiel gegen den HSV. Ja, hallo zusammen, vielen Dank, Heggy. Du hast ja schon vorweggenommen, zwei Mannschaften, die gut in die Rückrunde gestartet sind. Zwei große Traditionsclubs, Nordduell, ausverkauftes Haus, viele Fans von uns mit dabei. Ist natürlich schon ein großer Anreiz jetzt, dieses Spiel zu spielen, auch ein großer Anreiz für uns, unsere gute Serie, ja, wenn es möglich ist, dann mit einer guten Leistung zu bestätigen und auch fortzusetzen. Das sind die Ziele. In der Mannschaft spüre ich auch große Vorfreude. Wir hatten eine kurze Trainingswoche auch, sind auch komplett zusammengeblieben, hatten keinen Break, also keinen freien Tag. Und haben uns auf den HSV vorbereitet, und wir haben ja Anfang der Woche auch schon im Pressegespräch darüber gesprochen. Ist natürlich eine sehr schwere, aber auch reizvolle Aufgabe, und ich wünsche mir, dass wir eine gute Leistung als Team auf das Feld bringen, dass wir eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen und schon auch mutig sind und uns dann auch so präsentieren wie in den letzten drei Spielen. Und dann wollen wir natürlich was mitnehmen. Vielen Dank, Stefan. Dann wäre jetzt Zeit für eure Fragen. Lars Beike von der Bild macht den Anfang. Ja, die erste Frage muss zu Derek sein. Er ist weg. Der Transfer ist noch nicht offiziell über die Bühne. Du hast ja im Pressegespräch was gesagt. Jetzt ist es so, dass er nicht mehr da ist. Da bist du noch vor zwei, drei Tagen davon ausgegangen, dass er dir zur Verfügung steht. Welche Folgen hat das? Wie siehst du den Transfer? Also so wie was kannst du sagen? Ja gut, so wie du sagst, noch ist er natürlich nicht bestätigt. Ich grundsätzlich natürlich irgendwo auch eine Auszeichnung, dass Derek ein Angebot hat oder in Verhandlungen steht mit einem Club, der wahrscheinlich nächstes Jahr in der Champions League spielen wird, der dieses Jahr um die Meisterschaft spielt, dass man auch da transparent bleibt und Spielern eben, jungen Spielern auch eine Möglichkeit gibt, hier in Hannover zu spielen. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er auch sich das irgendwo verdient, weil er eine super Entwicklung genommen hat in den letzten anderthalb Jahren. Und trotzdem brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das sportlich das natürlich ein herber Verlust für uns ist. Ja? Und ist dann schon irgendwo für mich dann auch verständlich, ja, die wirtschaftlichen Zwänge des Clubs auch, aber sportlich gesehen ist es natürlich dann auch schwer zu akzeptieren, dass das halt dann überwiegt. Aber so ist es. Und das heißt jetzt für uns im Trainerteam speziell alle Energie rein in die Jungs. Ist ja nicht ganz so einfach, weil es geht ja nicht nur um Derek, sondern wir haben ja Marcel Halstenberg auch gesperrt. Das heißt, 50% meiner Viererkette fallen aus. Und jetzt gilt es für uns darum, gute Lösungen zu finden, um beim HSV dann auch zu bestehen. Und das werden wir jetzt nicht in dem auffangen können, wie wir in den letzten Wochen dann auch agiert haben, sondern auf eine andere Art und Weise. Und da versuchen wir jetzt Energie reinzubekommen und volles Vertrauen den Jungs zu geben, die da sind, die haben Bock. Und da sind wir überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Gunnar Meggers, dein Finger
ging. Als erstes nach oben Gunnar Meggers vom Kicker. Liegen denn jetzt die Lösung quasi auf der Hand? Also innen RMB und links dann Yannick Dehm? Boah, wir gehen so viele Dinge auch durch den Kopf. Wir haben natürlich auch viel probiert. Ist naheliegend, dass Yannick auch in die Mannschaft kommt, klar. Wir haben noch natürlich Julian Börner immer noch als Option, Bright, der nach links gehen könnte. Wie gesagt, wir haben jetzt viel probiert und wollen uns jetzt auch diese Zeit bis morgen nochmal nehmen. Ja, wir haben auch morgen noch den ganzen Tag. Und wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft aufs Feld schicken. Und wir wollen und werden die große Hürde HSV dann auch mit einer guten Leistung bestehen. Eben parallel zu Gunnar hatte sich schon Dirk Tietenberg gemeldet. Danach Stefan Hox hatte auch Zeichen schon gegeben. Hallo Stefan, ich habe eine Frage zum allgemeinen Transferprozedere. Also ich meine, auch gehört, was du gesagt hast. Du hast ja auch gesagt, Derek ist immer noch mein Spieler. Es ist natürlich dann auch so, dass das Transferfenster in Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt schließt. Die Transferfenster anderer Vereine schließen später, was natürlich ein Nachteil für die Clubs bedeutet, die jetzt ihren Flügelspieler verlieren und eigentlich keinen 1:1 Ersatz haben. Das heißt, ihr könnt diese Position nicht besetzen, würdest du sagen, das ist generell, da müssen wir mal generell überprüfen, was soll das eigentlich alles? Ich sage jetzt mal, ganz absurd ist ja, weiß ich nicht, Lukas Hinterseher kann auch noch wechseln nach Südkorea bis Mitte März oder so. Das eigentlich ist das ja ein System, das für einige unfair ist. Absolut, du hast auch in deiner Frage eigentlich schon alles beantwortet. Ja, wir können natürlich jetzt nicht mehr reagieren, das geht aber anderen Clubs genauso. Und für Fair Play, ja, wäre es natürlich wichtig, dass man da einheitliche Lösungen einfach hat. Ja. Man sollte auch vielleicht mal nachdenken, ob das Transferfenster dann sich über diese Monate im Sommer hinweg so lange strecken muss oder ob man nicht mal wieder zurückkommt und sagt, das Transferfenster gilt dann in der Pause und man startet dann mit seinem Kader in die Saison. Und dann kommt man sicherlich dem Fairplay ein bisschen näher. Es ist so, wie es ist. Wir können es jetzt nicht ändern. Wir können es nur akzeptieren. Was natürlich schwerfällt, das habe ich euch schon gesagt. Und jetzt geht es für uns darum, das Beste daraus zu machen. Und das werden wir auch tun. So wie ich es euch auch gesagt habe, ja. Wir haben Vertrauen in die Mannschaft, wir müssen ein bisschen korrigieren, ein bisschen schieben natürlich, aber das werden wir auch hinbekommen und ich bin davon überzeugt, dass wir auch gute Spiele zeigen werden. So, jetzt Stefan Hox, falls die Frage noch aktuell ist. Ist sie? Stefan Hox hat immer eine aktuelle Frage auf den Lippen. Nochmal Derek und daran anknüpfend, was Sie gesagt haben. Klar, es leuchtet mir ein, Istanbul ist dann schon reizvoll, Champions League nächste Saison kann ich auch nachvollziehen. Ein bisschen anders gefragt, ist nicht auch ein bisschen schade, dass man ihn nicht von der Mission hier überzeugen konnte und lässt es Rückschlüsse darauf zu, dass er wahrscheinlich im Sommer eh weg gewesen wäre, wenn er jetzt nicht gegangen wäre, weil sein Vertrag ja ausgelaufen wäre und eben noch kein neues Arbeitspapier unterschrieben worden ist? Das ist ja hypothetisch, da kann ich ja keine Antwort drauf geben. Ich glaube, dass es absolut legitim ist, dass sich, wenn Spieler dann auch über Klauseln verfügen und so Angebote kommen, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass Derek das ja auch machen wollte. Ja. Ja, absolut schade, ja. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, schon dreimal wiederholt, dass es natürlich für uns schade ist und dass dieser Abgang einfach auch schwer wiegt. Ja. Da brauchen wir auch kein Blatt vom Mund nehmen. Aber jetzt geht es ja darum, dass wir morgen ein Spiel haben. Und wir sprechen jetzt nur immer über Derek, sondern ich muss über meine Mannschaft sprechen, über meine Jungs und will meine Jungs gut vorbereiten auf dieses Spiel. Und das ist mir viel wichtiger als die andere Geschichte jetzt. Und deswegen auch Energie da rein, Vertrauen rein und das Spiel morgen genießen. So. Nächste Frage von Lars Beike von der Bild. Jetzt hast du ja gesagt, dass du ja zwei Abwehrspieler fehlen. Wirst du denn in irgendeiner Form jemanden mitnehmen in den Kader von den Jungs von unten, U23, die jetzt diese Woche bei euch trainiert haben? Oder nimmst du einfach deine Bordmittel und
Ja. Wenn du nickst, dann stelle ich die Frage, eine andere Frage. wie ärgerlich ist es, dass jetzt Brooklyn Eze, der ja für so einen Fall mal geholt wurde im Sommer, und es wäre ja halt ideal, hätte das ja fast gepasst. Also hätte sich ein halbes Jahr einspielen können, hätte vielleicht ein paar Einsätze gehabt, hätte jetzt direkt die Position 1-1 übernommen. Wie ärgerlich ist es, dass er jetzt noch ausfällt und noch gar nicht wieder bei euch ist? Ja, ich weiß, was du meinst, und trotzdem ist es für mich schwierig, da zu sagen, okay, wie ärgerlich ist es, ja, der Junge, der muss gesund werden, ja, und das steht absolut im Vordergrund, und wenn das der Fall sein sollte und ist, dann wird er auch zurückkehren, ja, und dann wird man sehen, inwieweit er dann eine Alternative sein kann, aber jetzt darüber zu sprechen, ist einfach auch nicht angebracht, ja. Das Nicken war so zu deuten, dass du nur deine Jungs nimmst. Ich nehme nur, ja, meine Jungs, weil es natürlich auch eine Situation ist, dass auf dieser Position, ja, wir haben auch ja jetzt aktuell nicht diese Alternative, ja, wir haben den Alex Babic natürlich dabei gehabt, aber der Junge macht auch Abitur, ja, der ist in der Schule, da muss man sowieso erstmal abwarten, wie sich das entwickelt, und jetzt auch in dieser Kurzfristigkeit irgendwelche Schnellschlüsse zu machen, das bin ich nicht und will ich auch nicht. Für uns war jetzt in der Kürze auch dieses Spiel absolut im Fokus und die Jungs auf dieses Spiel vorzubereiten, und jetzt lasst uns erstmal dieses Spiel spielen und dann gucken wir, wie wir die nächsten Wochen dann auch gestalten werden. Dirk Dietenberg von Matzak. Ich stecke jetzt mal ein bisschen Energie rein in den Versuch, mich in dich ein bisschen hineinzuversetzen. Du hast mit der Mannschaft die Grundformation umgestellt, Viererkette, Raute und so weiter. Da sind natürlich Tempo auf den Flügeln mit offensiver Stärke unbedingt notwendig, mit möglichst Linksfuß links und Rechtsfuß rechts. Es kann ja sein, dass du sagst, ja okay, wenn ich jetzt den Yannick Dehm habe, der hat in der Innenverteidigung auch seine Qualitäten, gehe ich einfach dazu über und sage, okay, ich spiele wieder Dreierkette und spiele halt mit einem Offensiveren auf der linken Seite, der auch einen linken Fuß hat. Hab da ja ein paar von der Mannschaft. Ist das für dich eine Überlegung, aufgrund dieses Transfers auch über die Grundformation nochmal nachzudenken, oder sagst du, nee, wir wollen das jetzt in dieser Grundformation lassen, da ist jetzt Struktur drin und die Struktur wollen wir beibehalten? Ja, ich finde schon, dass die Jungs ja auch in den vergangenen Wochen, und da beziehe ich ja die Vorbereitungsphase auch mit ein, sich was erarbeitet haben und Vertrauen gefasst haben. Und jetzt wegen einem Transfer oder einem Ausfall die komplette Grundordnung umzustellen, und da tue ich mich auch schwer. Ja. Wir haben gut gespielt, wir haben Spieler, die in dieser Formation spielen können. Wir können darauf reagieren, und das werden wir auch tun. Das heißt, dass wir morgen definitiv in der Viererkette beginnen werden. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Lars Beike und dann nochmal Dirk Dietenberg vielleicht. Jetzt möchte ich nicht nach dem Kollegen Walter fragen, aber ich frage trotzdem nach dem letzten Spiel in Hamburg. Das war sehr, sehr unerfreulich, eine hohe Niederlage, die höchste zweite Niederlage, glaube ich, von 96 in der Vereinsgeschichte. Du hast ja schon gesagt, ihr seid jetzt weiter, und sowas wird dir nicht mehr passieren. Durch die Unruhe jetzt siehst du da eine Gefahr, dass es morgen doch wieder böse endet, oder? Nee. Wir sind schon bereit für dieses Spiel. Ja. Wir müssen ein bisschen anpassen, das ist, glaube ich, ganz normal. Und trotzdem sind wir gut vorbereitet. Wir kommen aus einer ganz anderen Situation als in der letzten Rückrunde, und wir freuen uns auf das Spiel, und die Jungs werden auch ein gutes Spiel machen. Ja. Und trotzdem, wir haben ja auch zu Beginn der Woche drüber gesprochen, es muss natürlich auch alles passen, damit du dort was mitnimmst. Ja. Wir spielen gegen den HSV, der nahezu in Komplettbesetzung auch antreten wird, ja, bis auf Sebastian Schonlau stehen alle Spieler zur Verfügung. Und dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann ist es schon eine Mannschaft, die sich ein bisschen außerhalb der Range in der zweiten Liga bewegt. Und das wissen wir auch, ja, das nehmen wir auch so mit. Und trotzdem werden wir morgen eine gute Mannschaft aufs Feld bringen und versuchen, auch bei uns zu bleiben. Wir brauchen uns auch nicht nur nach dem HSV zu richten, sondern wir haben schon gewisse Stärken und auch Waffen, um ihnen weh zu tun. Und
das wollen wir morgen auch oder werden wir morgen auch auf den Platz bringen. Eben hatte sich Dirk Tietenberg noch gemeldet, dann Gunnar Meggers nochmal. Ja. Fehlen drei Buchstaben. Eine andere Geschichte ist die, die vielleicht heute mehr im Fokus gestanden hätte, hätte Derek den Transfer jetzt nicht mitgemacht oder wäre nicht gerade in Istanbul. Die Spielunterbrechungen haben ja den HSV und euch betroffen vergangene Woche. Das Spiel bei Hertha soll vor dem Abbruch gestanden haben. Es gab jetzt Ankündigungen von Fanseite, dass es eventuell sogar bis zum Abbruch kommen könnte. HSV gegen 96, Freitagabend, ausverkauftes Haus, ist eine ziemlich große Bühne. Wie bereitest du die Mannschaft darauf vor? Ihr habt jetzt die Erfahrung gesammelt aus dem einen Spiel. Sag mal, einiges hat ganz gut geklappt, glaube ich, vom Fokus her, anderes vielleicht dann wieder nicht. Wie macht man sowas? Wie kriegt man so, also sollte es so kommen, muss man sich ja irgendwie darauf vorbereiten. Wie kriegt man dieses Stop and Go hin? Wie willst du dich darauf vorbereiten, Dirk? Ja, es ist einfach über Gespräche mit den Jungs. Es geht ja auch darum, dass ein Rhythmus, ein Flow gar nicht entstehen kann. Ja, die Spieler werden kalt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir letzten Sonntag standen. Ja, Verletzungsrisiko ist gegeben. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass es am besten zu keiner Unterbrechung kommt. Und ansonsten geht es über Gespräche und dann schnell im Spiel bleiben, sich zu bewegen. Und wünsche mir natürlich, dass das Spiel dann weitestgehend ohne große Vorkommnisse über die Bühne geht. Gunnar Beggers vom Kicker mit der nächsten Frage. Hinten musst du ändern, vorne könntest du ändern. Hast du das vor? Cedric Teuchert vielleicht doch mal eine Option von Anfang an oder doch noch nicht? Ja, es ist sicherlich eine Option, ihn auch zu bringen. Wie gesagt, wir sind da noch nicht so, dass wir jetzt heute sagen, okay, wie die grundsätzliche Formation dann aussehen wird. Aber Sedi ist deutlich weiter, ja, deutlich frischer und das zeigt er auch im Training. Und wie gesagt, vorne ist es ja so, ich habe vier gesunde Stürmer und da sind wir auch sehr froh drüber. Und deswegen ist es, glaube ich, da auch immer gegnerabhängig, auch so formabhängig, wer vielleicht gerade spielt. Und deswegen werden wir da bis morgen auch noch warten, um dann die richtige Entscheidung dann auch zu treffen. Eine Frage noch von Stefan Hox von Radio 21. Nochmal generell sportlich bitte. Viele reden immer davon, dass der HSV Aufstiegskandidat Nummer 1 ist, den besten Kader in der Liga hat. Nun sind sie im Moment eher in der Verfolgerrolle, haben auch ein Stück weit Druck morgen Abend, weil sie natürlich dranbleiben wollen am Stadtrivalen Pauli. Kann das auch ein Vorteil sein für Sie und Ihre Mannschaft? Ich glaube, wir sollten den Fokus bei uns behalten und nicht immer gucken, welche Probleme oder Voraussetzungen eventuell der Gegner hat, sondern es ist wichtig, was wir in das Spiel mit einbringen. Und es ist so, dass wir auch unsere Chance haben, dort zu gewinnen. Ja? Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, wenn wir in jeder Phase des Spiels absolut am Limit spielen, und dann ist es mir eigentlich auch egal, ob der HSV Druck hat, weil Pauli vorne steht, sondern es geht rein um uns und es geht darum, ein gutes Spiel zu zeigen und nochmal als Team einfach zu agieren und zu zeigen, hey, wir sind da, wir sind bereit für dieses Spiel, wir haben uns jetzt was erarbeitet, wir haben dieses Selbstvertrauen und um das geht's morgen. Gut, weitere Fragen sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan. Und den einen oder anderen sehen wir dann morgen in Hamburg. Ciao. Tschüss zusammen. Ciao.